und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge ging es darum, dass wir seine Halbschwester, also Tans Halbschwester, stürzen müssen und dem Thron wieder der rechtmäßigen Königin Camira geben müssen. Und darum kümmern wir uns in der heutigen Folge. So, mit wem muss ich sprechen? Fürst. Wie die meisten von Abnur Tarns Plänen ist er sowohl brillant als auch leichtsinnig. Damit er auch nur den Hauch einer Erfolgsaussicht hat, müssen wir eine kleine Einsatztruppe ungesehen in den Palast schaffen. Glücklicherweise weiß ich wie. Und? Was wird unser Weg sein, wie wir in den Palast kommen, ohne Euraxias Wachen zu alarmieren? Der ehemalige Hauswart des Palasts. Er kannte diesen Ort wie seine Westentasche. Erstaunlicherweise hat er die Eroberung durch Euraxia und die Ausmerzung der königlichen Familie überlebt. Findet ihn. Er sollte in der Lage sein, uns einen heimlichen Weg in den Palast nennen zu können. Wer ist dieser Hauswart und wo finde ich ihn? Aneshi. Er diente unter König Himakar als Kastellan des Palasts von Krempen. Ihr findet Aneshi südwestlich von hier, wo er sich heute um einen Schrein des uralten Helden Kunsari kümmert. Bringt in Erfahrung, was er weiß. Trefft danach den Rest des Einsatztrupps in Krempen. Ich mache mich zu dem Schrein auf und spreche mit Aneshi. Darum. Leichte Probleme, den Ausgang zu finden. So, dann müssen wir uns hier unten hin aufmachen. Da wir hier oben links sind, ist das doch ein ziemlich langer Weg. Entsprechend werde ich erstmal hinreisen und reiten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Irgendwo hier müsste unser Ziel eigentlich sein. Fünf Kralle. Ich will mich euch anschließen. Aneshi soll von mir hören, dass ich noch am Leben bin. Alles gut, Camira? In Aneshis bescheidenem Schrein an Kunsari. Hier erinnern wir uns an den Helden des alten Elsweier. Also, hier hängen vier Verse. Kann man auch lesen. Das ist wahrscheinlich wieder gestohlen, oder? Nee, kann ich gar nicht jetzt machen. Der alte Aneshi hat nicht viele Besucher, Freundin. Wenige haben in diesen schwierigen Zeiten noch Freude an uralten Geschichten über Kunsari. Halt! Aneshi erkennt eure Freundin. Sie ist gewachsen und ernster. Doch dieser erkennt Prinzessin Camira. Bei Jode. Sie ist jetzt Königin Camira und sie erinnert sich auch an euch. Wir brauchen eure Hilfe. Aneshis geliebte Gattin Saima arbeitete eine Weile mit der Miliz zusammen, nachdem wir Euraxias Säuberung des Palasts entgangen waren. Sie gab Wissen weiter, bis Euraxias Streiter sie erwischten. Sie brachten sie auf dem Innenhof des Palasts um. Wenn Aneshi euch helfen kann, wird er es tun. Wir wollen den Palast von Krempen angreifen, aber wir brauchen einen Weg, um ungesehen in ihn hineinzuschleichen. Dann müsst ihr die Palastkrypten betreten. Ein vergessener Gang in den Krypten führt in die königliche Küche. Aneshi wird euch eine Wegbeschreibung mitgeben, wo er seinen Hauptschlüssel versteckt hat. Der Schlüssel öffnet eine Tür in der Kanalisation unter dem Palast, die in die Krypten führt. Ich nehme die Wegbeschreibung und suche den Hauptschlüssel. Jode im Himmel! Der alte Aneshi kann seinen Augen kaum glauben! Prinzessin Camira! Ich bin es wirklich, Kastellan. Doch nun bin ich Königin Camira. Wir werden die Usurpatoren von Vaters Thron stoßen. Wir sind beim Palast geblieben. Saima, die tapfere, geliebte Gattin von diesem, gab Wissen an die Miliz weiter, bis sie von Euraxias Leuten erwischt wurde.
Danach kam Aneshi hierher, um diesen uralten Schrein wieder instand zu setzen. Dieser wird euch helfen, so gut er kann, eure Hoheit. Ich werde mit Aneshi sprechen, Fünfkralle. Bergt den Hauptschlüssel und trefft mich in Krempen. Ich will nicht lange hierbleiben, aber ich will ein paar Augenblicke mit Aneshi verbringen. Findet den Hauptschlüssel, dann treffen wir uns draußen vor Krempen. Standet ihr und Aneshi euch nahe, als ihr die Prinzessin von Krempen wart? Kastellan Aneshi stand im Palast vor und war verantwortlich für meine Ausbildung. Wo meint ihr, habe ich die Geschichten über Kunsari gehört? Seine Frau Saima diente als meine Gouvernante. Ich habe viele schöne Erinnerungen an meine Zeit mit ihr. Erzählt mir von Saima. Aneshis Frau war freundlich und großzügig. Sie sorgte für mich und meine Geschwister, als wären wir ihre eigenen Kinder. Sie konnte auch streng sein, wenn Disziplin nötig war. Vor Gareshri war Saima die beste Lehrerin, die ich je hatte. Nun, Saima und Aneshi, alle beide. Ihr wolltet zuvor nie an Aneshi herantreten? Aus welchem Grund? Aneshi war sicherer, solange er mein Geheimnis nicht kannte. Wir wussten, dass er und seine Frau überlebt hatten. Schließlich war sie eine Spionin der Miliz. Als ich hörte, dass man sie getötet hatte, brach mir schier das Herz. Doch ich hatte die Pflicht, bis zur rechten Zeit verborgen zu bleiben. Dann war Aneshi also ein Gelehrter in Sachen Kunsari? Aneshi war ein Fachmann für alle Helden und Götter der kajitischen Sagenwelt. Seine lebendigen Geschichten über Kunsari mochte ich aber immer am liebsten. Als ich älter wurde, erkannte ich, dass jede dieser Geschichten auch eine Moral hatte. Sie halfen mir, mich zu der Katze zu machen, die ich heute bin. Nebenbei bemerkt, was mir gerade einfällt, dann verstehe ich zumindest auch, warum man ihr so ein mächtiges Amulett gegeben hat. Solltet ihr allein durch die Gegend streifen, Königin Kamira? Ihr klingt wie Hauptmann Nalado und Samarak. Beide wollten mich begleiten. Doch ich war eine Agentin der Mähne, bevor ich Königin wurde. Ich lasse mich nicht verhätscheln. Trefft euch mit dem Rest der Eingreiftruppe in Krempen, sobald ihr den Schlüssel habt. Ich schließe mich euch bald an. Okay, die Frage ist nur, doch es wird angezeigt, wo ungefähr der Schlüssel ist. Ist mir das hier auch... Sucht nach der schiefen Säule. Diese präzisen Angaben. Moment, hier geht's hoch. Hier ist aber auch ein Boss, so wie es aussieht. Aber der ist... Könnte sein, dass wir da durchreiten. Achso, das ist doch die schiefe Säule. So, und dann folgt den Wegbeschreibungen. Okay, also müssen wir im Endeffekt nur so ein bisschen Schnitzeljagd machen, so wie es aussieht. Einmal höher. Bist du da jetzt rum? Neshis Grabhügel. Okay, und Krempen kann ich von hier aus schlecht erreichen, deswegen sehen wir uns gleich dort wieder. So, und wir treffen uns nicht in Krempen, sondern davor wieder. Fünfkralle hier drüben. Taren möchte mit euch sprechen. Ich stehe vor dir, Kamira, aber ist okay. Wo ist Taren? Jungs, wo ist er? Ach, da oben. Nein, ich kannte Kamiras wahre Identität nicht. Doch ihr müsst zugeben, dass es etwas hektisch war, seitdem ich ihr begegnet bin. Aber Samarak, er war leichter zu durchschauen. Seine Vergangenheit als Königskralle war für mich unübersehbar. Habt ihr für uns einen Weg in den Palast gefunden?
Der alte Kastellan hat vorgeschlagen, dass wir durch die Krypten hineingehen. Er hat mir den Hauptschlüssel gegeben. Die Krypten? Das bedeutet also eine weitere entzückende Wanderung durch die Kanalisation. Der überwältigende Gestank von Exkrementen von unserem letzten Besuch ist noch nicht verflogen. Nun ja. Ich hätte allerdings zunächst eine andere Aufgabe, um die ihr euch kümmern müsstet. Was soll ich tun? Die Belagerungswaffen zielen hinunter auf die Stadt. Wir müssen sie unschädlich machen, bevor Euraxia erkennt, dass sie angegriffen wird. Sonst wird sie Krempen nur aus reinem Trotz uns gegenüber verwüsten. Trefft Nalado und vernichtet zwei der Anlagen. Kamira wird sich um die dritte kümmern. Ihr glaubt, Samarak war die Königskralle? Ich denke nur laut nach. Eine Angewohnheit, die ich mir während meiner Zeit in den Archiven im Weißgoldturm angeeignet habe. Samarak diente einst als Beschützer des Königs. Aufgrund seines Verhaltens und der Art, wie er immer in Kamiras Nähe zu bleiben versucht, muss er eine Königskralle gewesen sein. Das liegt auf der Hand. Wenn ihr das sagt, ich werde jetzt Hauptmann Naladu helfen, die Belagerungswaffen zu zerstören. Hauptmann Nalado wartet in der Nähe der Belagerungswaffen auf euch. Helft ihr, sie außer Gefecht zu setzen. Sobald wir sie in Flammen aufgehen sehen, treffen wir uns wieder am Kanalisationseingang. Wird das nicht Euraxia auf unsere Anwesenheit aufmerksam machen? Ich zähle darauf. Nachdem ihr und Nalado die ersten beiden Plattformen zerstört und Kamira die dritte erledigt hat, wird Euraxia ihre Truppen in die Straßen beordern, um die Stadt zu verteidigen. Dadurch sind weniger Soldaten im Palast, um unseren Ansturm aufzuhalten. Was werdet ihr in der Zwischenzeit machen, wenn Naladu, Kamira und ich uns um die Belagerungswaffen kümmern? Samarak, Katvel und ich werden uns auf den Weg durch die Kanalisation machen und uns um die euraxischen Soldaten kümmern, die dort stationiert sind. Sie dürfen auf keinen Fall Alarm geben und meine Halbschwester vor unseren wahren Zielen warnen. Wollt ihr andeuten, dass ich mich nicht ausreichend einbringe? Der letzte Satz ist nicht schlecht, ganz und gar nicht. Ihr habt ja mit der Freilassung der Drachen schon mehr als genug getan. Aber ich habe im Leben gelernt, scharfe Zungen etwas zu zügeln. Deswegen, ich wollte gar keine Andeutung machen, Tarn. Ich dachte, ihr würdet vielleicht darauf anspielen, dass mich das Zauberwirken so sehr auslaugt. Oder vielleicht darauf, dass es mein Fehler war, dass die Drachen versehentlich aus den Kolosshallen befreit wurden. Es spielt keine Rolle. Macht eure Arbeit und ich mache meine. Wenn er das doch alles weiß, warum fragt er dann? Wo soll ich Hauptmann Naladu treffen? Der gute Hauptmann wartet bereits beim Palast. Sie hat schon begonnen, das Gebiet zu erkunden und herauszufinden, mit welchen Gegnern ihr an den Plattformen der Belagerungswaffen zu rechnen habt. Ich weiß dieses Maß an Planung zu schätzen, insbesondere, da man es selten unter den Khajiit findet. Also, wir sind die Eingreiftruppe. Was ist mit Gareshiri und dem Rest der Miliz? Jemand muss zurückbleiben und das organisieren, was von der Miliz noch übrig ist. Der Sprecher der Mähne eignet sich am besten für diese Aufgabe. Außerdem muss jemand reagieren, wenn wir scheitern, was wir sicher nicht werden, und Euraxia Tod und Zerstörung auf die Stadt niedergehen lässt. Was werdet ihr in der Zwischenzeit machen, wenn Naladu, das habe ich doch schon mal gefragt, ihr sagtet, dass Samarak eine der Königskrallen gewesen sein könnte. Was soll das heißen? Die Königskrallen sind eine Elitetruppe von Agenten, die König Hemakar von Krempen treu ergeben waren. Sie beschützten den König und die königliche Familie, unternahmen Spezialeinsätze. Alles sehr heimlich. Es ist nur geraten, würde aber viel über Samarak erklären. Also ich denke mal, wir sollten ihn einschüchtern. Samarak, ne? Katvel und ich werden uns auf den Weg durch die Kanalisation machen und uns um die euraxischen Soldaten kümmern, die dort stationiert sind. Ich schüchter ihn jetzt mal ein. Oh, wie bissig. Sollte das meine Gefühle verletzen? Amateuren. Und habt ihr schon vergessen, welche Rolle ihr in den Kolosshallen gespielt habt? Eure Hände sind ebenso schmutzig wie die meinen. Aber wir bringen das in Ordnung zusammen. Also, machen wir uns ran, nicht wahr? Ich wollte das nur mal gehört haben, weil, ne, es hat ja eh keinen Einfluss darauf, auf die Geschichte. Jetzt
bin ich gerade überlegen. Das ist aber von innen hier, ne? Komme ich so auch nicht hin. Das heißt, ich muss erstmal ins Innere der Stadt wieder. Ich gehe zur weit entfernten Bastion. Am besten reisen wir nicht gemeinsam. Ja! Mach das. So, hier geht's einmal rein. Ist gekommen, um uns zu retten. Ihr habt das wahre Antlitz von Hauptmann Kularal da entführt. Ja! Ich wollte gerade sagen, hier geht es doch rein, oder? Es war jetzt ja gerade so ein bisschen... Es ist so ein bisschen verworren hier, finde ich, im nördlichen Elsweier. Moment, hier komme ich hoch. Aber hier hinten komme ich jetzt wieder nicht weiter. Ich sag ja, ein wenig verworren. Muss ich dann hier durch? Den Hauptgang? Ja, ich denke, wir müssen den Hauptgang hoch. Ja. Fünfkralle. Gut, gut. Wir haben zu tun. Seid ihr bereit, die Belagerungswaffen auszuschalten und für noch mehr Chaos zu sorgen? Ich bin bereit. Wie lautet der Plan? Die Soldaten, die das Tor der südlichen Waffenplattform bewacht, wirkt gelangweilt. Diese hat vor, bei ihr mal für etwas Aufregung zu sorgen. Sobald sie ihren Posten verlässt, schleicht ihr durch das Tor und setzt die Belagerungswaffen in Brand. Seid schnell, Fünfkralle. Nur eine einzige Soldatin bewacht die südliche Waffenplattform? Das Tor, ja. Diese hat ein paar weitere Soldaten auf der Plattform gesehen, aber nicht viele. Die Usurpator-Königin fühlt sich sicher in Krämpfen. Das werden wir gleich ändern. Nachdem diese mit der Soldatin fertig ist, rückt sie zur nördlichen Plattform vor. Dort treffen wir uns. In Ordnung. Ich stecke die Belagerungswaffen auf der südlichen Plattform in Brand. Seht, wie Nalado zu einer schönen eiraxischen Soldatin wird. Das habe ich jetzt nur halb verstanden. Soll man mit dem Ding überhaupt etwas sehen? Ich laufe gerade zur falschen Richtung, oder? Auf dem Marktplatz entdeckt. Beeilung! Endlich etwas Aufregung! Und sie hinterher. So. Da ich die nicht einfach so zerstören kann. Hier brennt nichts, keine Sorge. Ja, wenn du mitmachen würdest, wäre es noch besser. So, zerstört die nördlichen Belagerungswaffen. Ist das nicht... Doch, das ist da hinten irgendwo. Oh je, wenn ich schon wieder Krähen höre, ne? Soldaten, diese kann es kaum erwarten, aus dieser mistigen Rüstung rauszukommen. Wir verstecken uns schon mal. Die südliche Plattform wird angegriffen. Räudige Katzen! Wartet, ich warne besser erst meinen Leutnant. Tja. Geh, zerstört diese Belagerungswaffen. Nalado räumt diese Sauerei hier auf. Na? Ich komm. Können die Königin Camira die Plattform da drüben zerstört? Ich komm nicht. Oh, nerv nicht. So viel denn dazu, dass das unterbricht? Das wäre erledigt, denke ich. Es ist erst erledigt, wenn alle tot sind. Treffen wir uns jetzt mit den anderen am Kanalisationseingang. Ja.
Sie rennt jetzt nach rechts. Ich dachte eigentlich, ich soll nach links. Ich bin mir nicht sicher. Wenn ich da jetzt wieder runterspringe, ich glaube, den Fehler habe ich nämlich schon mal gemacht. Dann kann es unter Umständen sein, dass ich falsch auskomme und nicht mehr vernünftig hochkomme. Gehen wir mal lieber hier die Treppen runter. Weil ich komme nämlich irgendwie da komplett woanders aus. Da kommen die anderen schon. Wir sind zu viele. Wir müssen uns trennen. Ich gehe mit Tarn. Hauptmann Nalado kann die anderen führen. Kaum einen Tag Königin und schon gibt sie Befehle. Na gut, sie hat auch das Recht da drauf irgendwie, ne? Eine Königin sollte sich nicht kopfüber in Gefahr stürzen. Das macht man nicht. Diese sollte an ihrer Seite sein und sie beschützen. Aber Nalado gehorcht ihren Befehlen. Wir müssen uns selbst durch die Krypten und in den Palast durchschlagen, bevor Camira in zu viel Ärger steckt, ja? Ist es wirklich eine gute Idee, unsere Gruppe aufzuspalten? Camira ist jetzt Königin, weshalb diese tun muss, was sie sagt. Es liegen so oder so Gefahren vor uns, ob wir uns nun aufteilen oder nicht. Aber wir haben eine bessere Chance, die Usurpator-Königin zu erreichen, wenn wir uns ihr aus verschiedenen Richtungen nähern. Camira kann gut auf sich selbst aufpassen und sie wird mit Abnotan unterwegs sein. Ja, und wenn unserer neuen Königin irgendetwas zustößt, wird sich diese Tarns Kopf auf einem Silbertablett servieren lassen. Wir vergeuden zu viel Zeit, Fünfkralle. Seid ihr bereit, die Kanalisation zu betreten und die Tür zu den Krypten zu finden? Finden wir die Kryptatür. Ich spähe voraus, Weidmanns Heil! Dieses Laufen! Oh, herrlich. Fahrt alle die Krallen aus. Da ist die Tür zu den Krypten. Sehen wir nach. Wieso müssen die immer reden, wenn man schon gedrückt hat? Dieser hat diese Krypten schon sehr, sehr lange nicht mehr besucht. Ich wollte gerade noch sagen, dann sind sie wohl voller Gefahren. Untersucht die königliche Krypta. Warte, das ist die königliche Krypta. Doch sie wurde geschändet. Von mir gerade, ja. Hemaka, Friedensbringer, geliebter Vater, verehrter König von Anequina. Jetzt schleicht er im Sand hinter den Sternen bis zum nächsten Sprung. Sie haben seinen Leichnam mitgenommen. Sie haben das Grab des Königs geschändet. Und so wie es aussieht, auch das der Königin und die von Camiras Geschwistern. Warum sollte Araxia die königliche Familie ausgraben lassen? Samarak hat keinen Schimmer. Diese königliche Krypta wurde eingerichtet, als König Hemakar den Thron bestieg und Königin Numara heiratete. Warum bestattet man Leichname, um sie 6 Jahre später wieder auszugraben? Könnte das Sumog Fom oder einer seiner Nekromanten gewesen sein? Dunkle Monde. Dieser hofft, dass das nicht der Fall ist. Allein bei dem bloßen Gedanken sträubt sich Samarak schon das Fell. Wir sollten uns beeilen und Camira finden. Die Königin, meint dieser. Wir müssen einen Weg in den Palast finden, und zwar schnell. Euraxia ermordete nicht nur unsere Könige, sondern entweihte auch ihre Gräber. Sie ist ein Monster. Das nehmen wir noch mit. Ja, eine Blaupause. Wir können durch die Kapelle der weisenden Monde und die große Halle, um die königlichen Gemächer zu erreichen.
Ach, das war ein Schmuckkästchen, okay. Gut. Okay, wir müssen da und dann links. Tschüss. Das ist klar genug. Die Kapelle der weisenden Monde ist gleich dort vorne. So geht's auch. Es ist der Nekromant, Sumok Fum. Sie haben uns eingesperrt. Königin Araxia wird erfreut sein, Gäste zu haben. Oh, seht, noch mehr Katzen. Wie gern ich die garstigen Biester heute und brate. Wenn ihr uns entschuldigen würdet, wir müssen uns noch jemandem aus eurer Gruppe widmen. Ich bin uneins. Ich würde gern sehen, wie eure Kadaver die Schlammkrabben zerreißen. Aber ich will mich auch um ein schlechtes Duplikat kümmern. Was soll ich nur tun? Ich wollte gerade sagen, bleibt uns jetzt hier die Entscheidung über, oder? Dieser sorgt für einen Aufbruch. Mehr Rote! Wie läuft der? Waren das jetzt alle? Geht! Samarak hält doch den Rücken frei. Mach das. Danke, Samarak. Guck mal, ein bisschen vor wie in Sonnenspitz. Da muss man auch an jeder Ecke einsammeln, weil da kann man nämlich auch mal gute Sachen kriegen. Oh, Pelletine. Geht nach links, während diese nach rechts geht. Wir treffen uns in den königlichen Gemächern. Okay, ich habe gerade noch was gesehen. Die darf ich natürlich nicht liegen lassen, auch wenn nur Dietrich hier drin waren. Hilfe, sie werden mich zerstören! Wir beheben nun einen Fehler der Natur. Wir werden den Animus eures Duplikats auf euch übertragen, Kopf. Doch unsere Zeit mit Königin Euraxia geht zu Ende. Kommt! Bitte nicht so! Versucht, diesen Glastand zu zerschlagen. Na, das war nicht schön. Geht ihr weiter. Ich komme gleich nach. Ist denn diese Dreistigkeit zu fassen? Meine Essenz absorbieren wollen? Also wirklich? Was hat man euch angetan, Catwill? Ich bin mir bei den Einzelheiten nicht sicher. Ihr werdet bestimmt überrascht, wie wenig von der nekromantischen Kunst ich aufgeschnappt habe, selbst nach so langer Zeit in Kalthafen. Jedenfalls glaube ich, dieser elende Kopf wollte, tja, mich, schätze ich. Sumok Fum erwähnte, sie würden Euraxia aufgeben. Wisst ihr, was das bedeutet? Soweit ich gehört habe, ist sie wirklich eine schreckliche Herrscherin. Und wusstet ihr, dass sie Abnurs Schwester ist? Familie, stimmt's? Der Nekromant sagte dem Kopf, es wäre an der Zeit, einen Handel mit mächtigeren Herren einzugehen, was auch immer das heißen mag. Die Drachen nehme ich mal an. Kommt ihr von nun an zurecht? Ich fühle mich eigentlich, als hätte man mir die Luft abgelassen. Wahrscheinlich wäre ich gerade im Kampf keinen verborgenen Suppenlöffel wert. Ich muss mich einmal hinlegen. Vielleicht auch zweimal. Geht ihr nur weiter. Die königlichen Gemächer sind die Treppe hoch. Ich komme nach, sobald ich kann. Na gut, Schmuckgästchen nehmen wir noch. Und hier ist auch noch was. Also es tut mir leid, aber gerade bei solchen Aktionen, wo dann hier auch noch so viel ist, auch hier in Sachen Kremden natürlich, also sprich nördliches Elsweier, da versuche ich dann doch noch den einen oder anderen Entwurf mitzunehmen. Dort, macht schnell. Euraxia ist mit Mulamnir im Innenhof des Palasts.
Seid vorsichtig. Wir müssen erst wissen, was Euraxia und der Drache planen, bevor wir angreifen. Okay. Geht ihr schon mal vor? Ich schaue mich dann in der Zeit noch mal ein bisschen um. So. Das gesuchte Mondtor liegt im Südwesten. Sumok Fo hat den Schlüssel. Was meine Bitte angeht. Die Nekromanten haben zugestimmt, Karl Grontit zu dienen. Ihr seid nicht mehr interessant für uns, Euraxia Tarn. Wie bitte? Wir hatten eine Abmachung. Was ist das denn nun? Mein unfähiger Halbbruder und... Ach, die vermisste Prinzessin. Malado! Hier. Eure Eltern haben euch so vermisst, Prinzessin. Ich hab mich gerade davor geworfen. Mich hätte sie eigentlich treffen müssen. Ja, ich schalte den Schild aus. Ihr übernimmt die Untoten. Du später betrachtest dich. Ich muss an den Thron denken. Als all das hier begann, wusste ich, dass Euraxia damit nicht davonkommen darf. Doch Kamiras ermordete Eltern gegen uns ins Feld zu führen. Der Tod war noch ein zu leichtes Ende für meine Halbschwester. Es bereitet mir allerdings Sorgen, dass die Drachen weiterhin mit den Nekromanten arbeiten. Ihr bereut es nicht, eure Schwester getötet zu haben? Halbschwester. Und wirke ich auf euch wie einer von der sentimentalen Sorte? Euraxia mag tot sein, aber Mulamir hatte seinen Anführer Karl Grontit erwähnt. Er sagte, dass die Nekromanten ihnen helfen würden. Und Euraxia sagte etwas über ein Mondtor im Südwesten. Vielleicht können Kamira und Gareshiri uns etwas über dieses Mondtor sagen. Vielleicht. Die nächste Königin von Anekina meinte, sie hätte keine Zeit, um die Toten zu trauern. Aber ich sorge mich, dass die Geschehnisse ihr Urteilsvermögen trüben könnten. Gehen wir in den Thronsaal und versuchen wir herauszufinden, warum die Drachen Nekromanten und ein Mondtor brauchen. Okay, Tarn. Müssen wir jetzt da unten hin? Tatsache. Wir kümmern uns später um die Gefallenen. Ich fürchte, wir haben uns jetzt um Dringlicheres zu sorgen. Möge die Finsternis Euraxia holen! Sie hat uns meine eigenen Eltern entgegengesandt und die tapfere wie ehrbare Narado getötet. Doch wir haben keine Zeit zum Trauern. Wir müssen herausfinden, was die Drachen am uralten Mondtor wollen. Kamira, das waren eure Eltern. Und Hauptmann Naladu starb, um euch zu verteidigen. Seid ihr sicher, dass... Macht euch nicht an mir vorzuschreiben, was ich zu empfinden habe. Ich bin nun Königin und ich habe weder den Luxus noch die Zeit, um zu trauern. Fünfkralle, das waren nicht meine Eltern. Das waren belebte Hüllen, mehr nicht. Und ich werde mich an Nalados Opfer erinnern, nachdem... Wonach? Nachdem wir Elsweier vor den Drachen gerettet haben. Ihr steht mir doch weiter bei, Fünfkralle, oder? Ihr und auch Abnurtarn? Wir haben eine Bedrohung beendet, aber es gibt noch zwei weitere. Ich werde ohne euch weitermachen. Aber ich hätte euch lieber an meiner Seite bei all dem, was noch kommt. Ich stehe euch bei. Wie halten wir die Drachen auf? Der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Selbst eine Königin muss sich gelegentlich mit solch gelehrten Geistern wie Gareshri und Abnurtarn beraten.
Nehmt dies als Anerkennung eurer Bemühungen in unserer Sache, Fünfkralle. Sprecht dann mit Garrosh Rhee. Ich muss nachdenken. Und wir haben eine geladene, zweihändige Keule erhalten vom Set Gewandung von Darlok Bre. Und ein Fertigkeitspunkt. Dieser Thron. Zu lange hat eine Tyrannin darauf gesessen. Aber jetzt... Die Mähne muss euch als rechtmäßige Erbin von Anekina anerkennen. Doch das Volk ruft schon euren Namen. Auf ein Wort, Fünfkralle. Dieser Palast ist ein Irrgarten. Habe ich etwas verpasst? Catwill wieder. Ja, das hört sich auf jeden Fall so an, als ob da noch eine ganze Menge hinterherkommt. Und ich weiß, dass das große Finale vom nördlichen Elsweyr ja doch sehr lange war. Entsprechend machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.